Hallo und willkommen auf meinem Kanal. Heute zeige ich euch mal ein Holzpuzzle. Das ist ein leuchtender Globus. Ich werde mal die Verpackung mal entfernen von der Schachtel und dann sehen wir uns gleich nach dem Intro wieder. Ich habe jetzt mal die Plastikfolie mal entfernt und es geht um diesen Holzpuzzle, den leuchtenden Globus. Man sieht hier, man hat auch eine Suchlupe, damit man die Länder anschauen kann. In dem Kit ist alles enthalten. Wir haben hier eine 25 mm Suchlupe, wo man wenn man den Globus dreht, dann die ganzen Länder und so anschauen kann. Wir haben auch eine handbemalte Karte. Und wir haben hier mechanisches Getriebe, damit man den Globus 360 Grad drehen kann. Auch hier ist ein USB-Anschluss. Und ein Schalter, damit man das auch ohne Batterie betreiben kann und dass der Globus dann leuchtet. Wir haben hier 180 Teile. Das ist Level 4 von 5. Und die Größe ist dann 167 x 203 x 293 mm, wenn das dann fertig ist. Jetzt schauen wir mal, was alles drin ist. Hier ist schon mal die Anleitung, wie man das zusammenbauen kann und was alles im Kit enthalten ist. Es soll alles dabei sein. Schraubenzieher, Schrauben, das Ladekabel, alles ist dabei. Und hier haben wir schon das ganze Zeug. Ein bisschen Schmirgelleinen, als kleine Pfeile. Dann ein Ladekabel, Schraubenzieher, die Schrauben und alles. Ein LED-Kranz. Und das wird wahrscheinlich Wachs sein. Wahrscheinlich, vermute ich mal, weiß ich jetzt nicht. Und hier sind die Holzplatten. Ich befreie das schnell mal von der Folie. Darunter war auch diese Schmirgelleine noch zusätzlich dazu. Und hier sind die einzelnen Platten. Die einzelnen Teile werden laser geschnitten und die muss man nur ausdrucken und dann kann man die miteinander verbinden. Man braucht keinen Kleber, kein gar nichts. Wir haben eine Platte, zwei, drei, vier, fünf, 6, 7 und die Landkarte ist hier auf so einer Plastikfolie. Die ist bloß handgezeichnet und nicht 1:1, wo man dann um den Globus dann machen kann. Schaut auf jeden Fall sehr, sehr schön aus. Ist natürlich auch durchsichtig, damit das Licht dann durchscheinen kann. Wir haben auch hier so weiße Streifen zum Kleben. Also schaut mal sehr interessant aus. Und die Anleitung, ja, denke ich mal, ist soweit verständlich. Ist zwar alles auf Englisch, aber man kann es heutzutage alles übersetzen lassen mit dem Google-Übersetzer, falls man Englisch nicht kann. Leider werde ich dieses Holzpuzzle nicht selber zusammenbauen, sondern das darf mein Mann machen. Ich werde euch dann auf jeden Fall das Ergebnis zeigen, wie das dann alles ausschaut. In Real Life wird es jetzt länger dauern, aber jetzt im Video wird gleich im Anschluss dann ein paar Bilder zu sehen sein von Globus.
Vielen Dank fürs Zuhören, Zuschauen und vielleicht bis zum nächsten Video und ciao.